Liebe Waage, herzlich willkommen zu deinen Energiebotschaften. Wer kommt, was kommt? Energiebotschaften für die nächsten 7 bis 10 Tage. Schauen wir uns hier an, was da so auf dich zukommt. Hier war schon ein Flipper. 3. Ein Verehrer, eine Verehrerin, Feuerzeichen. Lock dich aus der Reserve. Feuerzeichen, Widder, Löwe, Schütze. Ah, dabei erinnere ich mich im Schütze Energiebotschaftsvideo wurde von einem Löwen gesprochen. Grandios. So, unerwartet kommt diese Person auf dich zu. Diese Person ist in sich ruhend. Sehr großes Sexappeal. Herausfordernd mit den Blicken. Und ja, möchte dich aus der Reserve locken. Du lässt dich locken. Abenteuer pur. Eventuell eine Reise, eine Einladung. Feuersalamander ausschlaggebend. Ich sehe einen Feuersalamander im Auto hängen als Glücksbringer oder sowas. Doch du lässt dich zwar locken, siehst dem Ganzen aber sehr skeptisch entgegen. Deine Wunde ist gerade noch frisch. Doch dieses Feuerzeichen kommt, um dich abzuholen. Von deinem traurigen Platz, an dem du verweilst. Das Feuerzeichen kommt, weil es gegangen ist von einem Wasserzeichen. Möchte es kommt das Wort Ausgleichung, aber das ist ja kein Deutsch. Es kommt es kommt das Gleichnis der Gefühle. Ich empfange heute etwas durcheinander. Sorry that for. Gut möglich, dass du dich jemandem anschließt, der den Jakobsweg geht. Vorhaben, Planung. Einer Zukunft entgegen, ohne Manipulation, ohne Trickster. Gut möglich, dass dieses Feuerzeichen auch gerade von irgendeiner Art und Weise eines Entzugs vor dir steht. Vor allem, wenn es sich um Alkohol handelt. Aber auch, wisse, du kannst diesem Feuerzeichen vertrauen, denn dieses Feuerzeichen ist nicht so manipulativ, wie du es bisher gewohnt warst. Ich sage bewusst nicht bist, du warst. Der Weg ist frei, liebe Waage, für dich. Gehe hin, wo immer dich dein Herz hinträgt. Ist der richtige Weg, der sich dir auftut. Liebe Waage, du kommst wieder in dein Element. Ich muss jetzt lachen. Mir kommen fast Tränen in die Augen. Es ist eine wunderbar freudige, spritzige Energie, die du
in den nächsten 10 Tagen annehmen wirst, dir aneignen wirst. Es darf Gerechtigkeit walten. Du bekommst endlich das Gute, das du dir verdient hast. Halte noch ein bisschen durch. Ja, wunderbar. Schau her. Einladungen, es hagelt Einladungen. Lebensfreude kommt zurück, Pläne schmieden. Und du gibst dich nicht mehr mit Kleinkariertem ab. Was bedeutet, auch Menschen, die dir nicht das geben, was du verdienst, ja, die bleiben außen vor. Und vor allem all das, was online stattgefunden hat, wird sich ins Hier und Jetzt manifestieren, in Fleisch und Blut. Vier Menschen kommen zusammen. Vier Menschen. Ein Luftzeichen, nicht du, eher Wassermann oder Zwilling. Aus deiner Vergangenheit wird dich überraschen. Du entscheidest, in welche Richtung du gehst. Lass dich bitte nicht aus der Fassung bringen, denn du hast die Zügel in der Hand. Es wird spannend, liebe Waage. Viele Menschen kommen auf dich zu. Alles, alles Gute. Bleib gesund. Viel Liebe auf deinem Weg. Sei gesegnet. Ciao.